Nein, das kommt alles corrupted. Ich heiße euch herzlich willkommen zu einem weiteren Horror-Einteiler. Ich bin als Creator froh, stolz und dankbar, in einer Timeline zu leben, in der es ein Chillers Art Observation Game gibt. Ja, die haben mal wieder ein neues Game rausgehauen. Mal wieder. Es hat sehr gute Bewertungen. Und man muss fairerweise sagen, die beiden Brüder machen relativ selten, auch in letzter Zeit, abgesehen von deren letzten Titel, nicht der größte Fan derer Arbeit bin, machen sie zumindest immer was Eigenes. Das Problem war eher, dass sie zu sehr die eigene Sache immer wieder gemacht haben. Und man kann ihnen nicht wirklich vorwerfen, irgendwelchen Trends hinterher zu laufen, zumindest meistens nicht. Aber deswegen wird das hier vielleicht ziemlich interessant, denn man könnte zumindest sagen, dass in der mittelgroßen Horrorszene von so mittelgroßen Indie-Horror-Games es einen mittelgroßen Trend gibt von diesen Observation-Dingern. In letzter Zeit, vor allem in den letzten Wochen, kommen da einige von raus. Und die meisten davon sind immer nur mittelgut. Komischerweise war es bei dem Exit 8 Subgenre von dem Observation-Game und von dem originalen Observation-Duty halt, dass das erste Spiel, was gemacht wurde, komischerweise bis jetzt meistens das Beste war und alles danach immer nur, ja okay, ich meine, ist halt mehr oder weniger genau das Gleiche, aber die machen halt nicht viel Neues damit. Aber das hier scheint wirklich gut zu sein. Sag ich wiederholt, ich werde langsam wahnsinnig. Ich habe schon so oft in Chillers Arts Games am Anfang gesagt, dass die Reviews fantastisch sind. Und vielleicht ist das ja der eine Punkt, wo sie jetzt wieder zu ihrer ursprünglichen Größe zurückkommen. Aber das hier soll. Die Punchlines schreiben sich selber. Laut den Reviews das Beste des Genres sein. Und ja, wir laufen anscheinend durch den Zug und müssen in dem Zug halt einfach die Unterschiede erkennen. Und das soll ein paar nette Scares haben, es soll tatsächlich eine Storyline haben und sowas, dem man anscheinend irgendwie indirekt folgen kann. Und halt nicht nur, was ich meistens sogar mehr mag, die Art von Worldbuilding, wo halt die Story einfach nur im Hintergrund erzählt wird und einfach nur die Skurrilitäten, dieses uncanny Gefühl der veränderten Umgebung den Horror auslöst. Aber hier gibt es anscheinend ein bisschen mehr, keine Ahnung, wir werden es sehen. Und wir werden es durchspielen, ich hoffe nicht 5 Stunden lang. Ich werde mir jetzt vornehmen, mir keine Sachen zu merken, die wirken, als ob sie erstmal nicht so wichtig sein könnten. Wir machen nicht Project 13 2. Wir machen Project 12. Okay, wir starten. Supporter Content, whatever. Okay. Ich bin gespannt. Ich bin gespannt. Okay. Zählt das hier schon dazu? Ah, no anomaly in this area. Dankeschön. Guter Tipp. Guter Tipp. Hier auch nicht? Wir gucken das mal ein bisschen an. Okay, 3 Zeichen, Schrift aus dem Mund, Bockchamp. Und da sind 2 Leute im Auto, okay. Bin ich hier durch? Yes. Turn back if there is anomaly. Ah, alles klar. Okay, wir sind auf jeden Fall im Schatten. Sind wir vielleicht irgendwann nicht da? Das könnte sein. Wasser, Feuer, Sturm. Free Wi-Fi. Ja. Ja, ich schätze, das wird egal sein. Vielleicht kommt irgendwas Komisches später. Katze, okay. Gut, ich würde sagen, wir laufen auf einmal grob durch, oder? Und gucken, ob uns Sachen sehr hart auffallen. Mein Brain will jetzt direkt zählen. Okay, 3, 4, 5. In Nummer 5 sitzt ein Typ. Wir können uns die Zahlen einfach merken. 16, 16 links. Okay, 16 links mit einem Koffer. Alles klar. Merken wir uns den Typen. Wieso hat die linke Seite eigentlich 3 Sitzplätze und die rechte nur 2? Was ist logistisch hier aufgebaut, dass die rechts mehr Platz haben? Sind die Eingänge vielleicht nur auf einer Seite oder so? Was weiß ich? Sitzt hier rechts jemand? Nö, okay, gut. Wir spielen es einfach mal so, als ob wir noch nie so ein Spiel in der Richtung gespielt hätten. Meistens war das Eigentor dem Genre meist. Hi. Das Eigentor meistens, dass man zu viele von diesen Games gespielt hat und dann einfach mit irgendwelchen super schlimmen Sachen rechnet, die passieren könnten, aber die einfach nicht passiert sind. Also ganz kleine Veränderungen. Okay, was ist mit dem? Der guckt mich an, ne? Der kleine Junge? Der guckt mich an. Hier ist ein Koffer über den. Okay. Netter Doktor. Nette Lady. War's da schon? No anomaly in this area. Hier sehe ich jetzt schon, ob's. Wo sehe ich denn? Keine Ahnung. Was ist das, der gleiche? 16. Ja, okay, ist der gleiche. Aber wo sehe ich denn, in welchem Durchgang ich bin? Keine Ahnung. Na gut, aber wenn das wirklich so ein kurzer Zug ist. Konnichiwa.
Hey, Mister. Was machst du? Was ist los? また会ったね. Oh, okay. Bist du auch in diesem Kreislauf? お兄さんもゲームをしに来たの? Heißt das, du bist auch hier, um das Spiel zu spielen? めっちゃ楽しみ. Da freue ich mich aber drauf. お姉ちゃんが起きないから暇なんだ. Okay, coole Idee. Mir war wirklich langweilig, weil meine Schwester einfach nicht aufwacht. Egal wie lange ich warte. Sie macht ihre Augen nicht auf. Aber jetzt, wo ich dich hier habe, um das Spiel zu spielen, geht es mir schon besser. Kennst du die Regeln des Spiels? Ja. Nein, kennst du nicht. Okay, die Regeln sind simpel. Okay, siehst du irgendwas, was sich verändert hat? Dreh um. Willst du es etwa schaffen, dann... Okay, dann müssen wir ins vorderste Abteil kommen und dort die Bremsen betätigen. Okay, danke für den Tipp auf jeden Fall. Es gibt keine Anomalien in den Zwischenbereichen. Verstanden? Ja, explain again. Wir sehen uns am Ende. Okay, vielleicht ist der irgendeine Art Trickster oder sowas. Irgend so ein Meme-Spirit. Könnte man es beschreiben, der einfach irgendwelche Späßchen hat mit den Leuten hier und der sich halt in der Form von einem Kind zeigt oder so und der das halt verursacht hat, weil ich meine, offensichtlich weiß der ja, was hier abgeht. Und der scheint der Einzige zu sein, der irgendwie außerhalb von dem Zyklus mit uns interagieren kann, keine Ahnung. Aber ich würde denken, dass der das verursacht hat. Okay, hier kann ja nichts sein, ne? Nee, nee. Okay, also ab der Tür. Ach, wir sind Wagen 7, okay. Daran erkennen wir das. Katze, die Dinger sind richtig. Reserve, Tokio. Vielleicht kann da was anderes stehen. Okay, wir laufen einfach ein paar Mal grob durch. Wie gesagt, ich will nicht wieder genau den gleichen Fehler machen wie letztes Mal. Und wir achten erstmal auf irgendwelche super offensichtlichen Sachen. Vielleicht fehlt hier irgendwas. Oder vielleicht fehlt der Junge jetzt oder so. Ja. Zählt das? Oh Gott. Weiß nicht. Gucken. Ja, okay, hat gezählt. Interesting. Okay, bist du auf der 16? Du bist auf der 16, ja. Der ist jetzt immer noch weg, ne? Ich glaube, dann war das gar nicht. Dann war es irgendwas anderes. Scheiße. Warte mal. Hier steht 1. Hat die 7 dahinter gar nichts zu bedeuten? Ne, das ist doch schon 6 geworden, aber okay, jetzt. Fuck. Ist das jetzt die Veränderung? Scheiße. Wir testen es mal. Wir testen meine seltsame Theorie. Es könnte halt bedeuten, dass die 7, die zu 6 geworden ist, eine Veränderung ist und das gar nicht bedeutet, dass. Okay, es gab eine Veränderung, aber es war nicht das, was ich dachte. Schön, wir haben zweimal irgendwas erraten, was wir nicht wissen. Gut, fuck. Dann... Na gut, ich habe bis jetzt fast gar nichts gemerkt. Du bist nur auf der 16? Ja. Okay, gibt es da sehr wenig Sachen, die man sich anschauen kann, ne? Ich meine, die Zahlen könnten sich ändern, die Buchstaben. Vielleicht ist auf irgendeinem Sitz was drauf. Okay, die Preise. 275, 38. Okay, 27, 38, 33. Die erste Mal haben eine 50 noch dran. Head to Tokyo. Okay, du schläfst noch. Das ist natürlich fantastisch. Hm. Ich sag mal, ist alles richtig. Na, okay. Problem ist halt jetzt auch, dass wir zweimal was gemeldet haben, bei dem wir nicht mal wissen, was es sein könnte. Okay, was hast du eigentlich an? Anzug, bla bla. Wundervoll. Alright. Sind die Sachen zu erkennen? Non-smoking seats only. Okay, auf was können wir denn überhaupt achten? Nicht viel. Ich glaube, die Sachen hier hinten sollten wir uns auf jeden Fall mal merken. Web.
New Open. Schön. Tokio. Serviert. Wo hören die Zeit? Hat die Tür irgendwas Komisches gemacht? Ja, okay. Die sollte wahrscheinlich nicht so komisch offen zugehen, ne? Na gut, vielleicht sind das ja doch überraschend offensichtliche Sachen. Boah, dieses Genre an Spielen, ne? Das ist. Man dreht irgendwann durch. Okay. Du bist. Wach, du solltest nicht wach sein. Schöne Sache. Ja, ja. Shinkansen. Tokio, ja, das ist richtig. Wi-Fi ist richtig. Ich weiß nicht, ob das Symbol da oben schon war, aber. Pff. Keine Ahnung. Muss ich das wissen? Vielleicht. Okay, hier fehlt hier was. Nee, 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 nee. Hier muss Platz sein. Würde sonst sehr wenig Sinn ergeben. Okay, du bist am Pennen, du hast die gleichen Sachen an. Vielleicht irgendwo in einem Fenster was. Ich sollte mir die Fenster vielleicht mal anschauen. Oder was? Nee. Okay, der Koffer war auf jeden Fall über der. Oh, hat die andere Schuhe an? Weiße Schuhe, rotes Kleid. Ich bin mir nicht sicher. War das braun? Okay, ich merke mir die Sachen jetzt mal. Weil was mit den Wänden von dem Zug? Waren die vorher weiß? Okay, gelbe Wände. Gelb-weiße Wände. Sehr gelblich auf jeden Fall. Rotes Kleid. Weiße Schuhe. Rotes Kleid, weiße Schuhe, braun, gelb. Okay, war das richtig. Hier, das ist auf jeden Fall. Oh, soll ich das nehmen? Warte mal, wird es jetzt schlimmer? Kriegen wir Sachen dazu? Ah, ich glaube, wir kriegen Sachen dazu, oder? Nein? Fuck, keine Ahnung. Okay, dass man Sachen in die Hand nehmen kann und damit interagieren kann, ist zumindest eine interessante Idee, ne? Ich glaube, das hatten wir so noch nicht in den anderen Spielen. Die Frage, die werden jetzt nicht 40 Sachen platziert haben und. Ich meine, es ist eine Veränderung. Zählt das jetzt als Anomalie? Ich meine, ja, I guess. I don't know. Ja, okay. What? Soll uns das unter irgendeinem Szenario nicht aufgefallen sein, oder was? Warte, was war da was? Nee. Du hast die gleichen Sachen. Okay, die. Was ist damit passiert? What the fuck ist das? Okay. It's not bad. Na gut. Es wird das gleiche passieren wie jedes Mal in diesem Dreck spielen. Ich werde jetzt bis auf 1 runterkommen, dann sterben, dann werde ich 2 Stunden brauchen, um nochmal bis zu dem Punkt zu kommen. Weil ich dann komplett als Overfinke und dann einfach hängen bleibe. Und dann war's das. Okay, haben wir jetzt irgendwas? Okay, Dude. Ich wollte gerade sagen, haben wir irgendwas Offensichtliches? Ja, haben wir. Wir haben was Offensichtliches. Okay, du bist in Ordnung. Das hier der richtige Koffer. Ich laufe jetzt mehrmals durch, wenn ich nichts sehe. Wo ist die Lady? Gleichen Schuhe. Gleiche Preise. Ist immer noch braun. Das ist richtig. Die Farbe an der Wand ist richtig. Ja, die meisten Sachen werde ich halt nicht wirklich deuten können, ob die anders sind, weil ich die nie gesehen habe. Also nie wirklich, so wirklich darauf geachtet habe. Aber es hängt zumindest nichts sonst hier oben. Der Typ ist immer noch auf der 16, ja. Die gleichen Sachen dann. Hallo der Herr, wie geht's Ihnen? Haben sich die Sitze verändert. Das Dämliche ist halt, ihr hättet mir problemlos hier eine andere Farbe der Sitze hinstellen können, das wäre mir vielleicht nicht mehr aufgefallen. Okay, ich sag es als gleich. Und das ist die Runde, wo wir jetzt verkacken und dann kommen wir nie wieder hier raus. So endet der Spaß. Das war das Ende des spaßigen Teils des Spiels. Ich wünsche euch jetzt einen wunderschönen Aufenthalt in
den kompletten Wahnsinn. Bitte, bitte lass mich hier falsch liegen. Ah, nee. Na gut. Warte, ist jetzt 0? Ist hier noch was? Oder müssen wir jetzt einfach durch? Was? Wo? Ah, na gut. Okay, ich renne. Höhe. What the f... Ich meine, es gibt sogar mehrere Züge. Also ich glaube, wir haben es nicht geschafft, wenn wir... Ja, Contact das Room. Also wir müssen noch bis zum Ende durchkommen. Ich glaube, wir haben nicht mal direkt gewonnen, wenn wir den einen Zug hier geschafft haben. Ich glaube, wir müssen mehrere von denen machen, aber ich bin mir nicht sicher. Weil ich meine, es gab... Ich kann nicht. What? Achtung. Oh, okay. Wir mussten aufgrund einer Verletzung anhalten. Okay, bitte entschuldigen Sie die Verzögerung. Attention, please. We have stopped momentarily due to an injury. There is no plan for the train to stop at this moment. Okay, aber heißt es jetzt, ich soll weiter und raus? Wahrscheinlich, ne? Ja, okay. Clear blue car. Okay, das ist wirklich nur das erste Level gewesen. Von 2, 3, keine Ahnung. Ja. Scheint, als ob du es geschafft hättest. Ich dachte, so etwas wäre schon gewesen. Du bist erst halb da. Okay, ich habe nie genau gesagt, zu welchem Abteil du vorne hin musst. Ein bisschen doof zu übersetzen. Zu welchem Abteil 0 du gehen musst. Okay. Wusstest du etwa nicht, dass Shinkansens, also diese Highspeed-Züge, auch grüne Abteil haben? Ach, da wo... Okay, das ist die erste Klasse. Schön. Wenn du ein Erwachsener bist, sollst du das eigentlich wissen. Okay, also du musst durch die erste Klasse durch, um vorne anzukommen. Ja, ja. Übrigens, im grünen Auto, wenn du eine Anomalie findest, musst du nach vorne gehen, anstatt zurück. Warum? Und noch eine Sache. Oh. Okay. Falls wir 3 Fehler machen, wird der Geist dich erwischen. Und, Mister. Hast du dich schon mal gefragt, warum wir überhaupt hier sind? Ach, egal. Okay, machen wir einfach das Spiel fertig. Wir sehen uns vorne in Wagen 0. Schön. Machen wir das mal. Moment, ich mache mir einen neuen Kaffee. Alright. Alright. Alright, alright. Keine Anomalien hier. Okay, also wenn wir eine Veränderung sehen, nach vorne laufen. Mhm. Okay, nach hinten gehen, wenn wir keine Anomalie haben. Das ist sehr komisch. Warum denn? Warum ist das hier anders? Whatever. Okay, die läuft auf mich zu. Okay, 16 rechts vor dem Laptop. Okay, was hast du da drauf? Mhm, schwarze Kleidung, 16 rechts vor dem Laptop. Okay, alles klar. 12 links Geisterfrau. Ist das... Ich schätze, das ist eine Anomalie. Oder? 12 links Geisterfrau, Koffermann, 4 rechts. Was hat er für ein Gesicht? Oh, normales. Okay, also... Ich schätze mal, das ist eine Anomalie. Was ist mit dir? Du wartest, du willst raus, okay. Nee? Was?
Die ist richtig so? Ja, das ist der Geist oder was? Mit dem grünen Auge. Na gut. Ja, das ist fragwürdig. Okay. Was? Okay, keine Anomalien in dieser Area, aber der Typ ist weg. Na gut. Na gut. So, wir hatten... Laptop. Boah, das ist gut gemacht. Das ist ein guter. Das ist ein guter. Sehr schön. Schöne Spielerei, okay. Greift die mich irgendwann, wenn ich vorbeilaufe? Macht oder jumpscare die mich oder irgendwas? Irgendwas passierte bestimmt. Na gut, also Anomalie, ja. Weiter geht's. Okay, die setzt sich am jedes Mal aber am Anfang hin. Das können wir uns wahrscheinlich merken. Können uns im Spiegelbild irgendwas passieren? Ich meine, es wäre halt naheliegend, aber auch fies versteckt, wenn man da wahrscheinlich nie drauf achtet. Sieht gleich aus. Hing der immer so da? Ich glaube schon. Ich glaube schon. Steht da? Shinkansen 0 headed to Tokyo. Okay. Der Text wird sich bestimmt auch mal verändern. Geister Lady chillt immer noch hier. Die komischen grünen Augen. Warte, sitzt sie woanders? 12 war das, ne? 12 und du warst auf der 4? Ja, okay, alles richtig. Na gut, ich sag mal. Ist alles in Ordnung. Hey, okay. Wir gucken mal. Shit. Okay, was war anders? War es gerade eine 1, die hochgezählt wurde? Ich glaube ja, ne? Wahrscheinlich. Okay, die ist okay. Das ist nicht irgendwie ein Grafikbug oder so, ne? Dass ihre Augen grün leuchten. Das soll so sein. Na gut. Hier ist halt so wenig drin, ey. Was hast du an? Ja, eine schwarze Kleidung. War der Koffer eben braun? Das ist schwer zu sagen mit ganz so komischen reflektierenden Oberflächen, ja. Scheint aber richtig. Na gut. Okay, ich denke mal, die wollen, dass wir zurückgehen, weil irgendwas auf dem Weg wahrscheinlich zurück passieren kann, wenn wir melden wollen, dass sich nichts verändert hat. Vielleicht werden wir von irgendjemandem gejumpscared oder sowas? Ich weiß nicht. Aber ich sag mal, das ist alles in Ordnung. Okay. Die hat sich nicht hingesetzt. Die ist gar nicht da. Na gut. Dann easy run. Der Typ ist auch nicht da. Niemand ist da. Das melde ich. Das melde ich dem Amt. Ja. Was? Warum? Hat die Stimme was zu bedeuten? Gehört die dazu? Wahrscheinlich nicht, ne? Was ist das denn? Ist doch schon immer da, glaube ich. Die. Ja, okay. Auf dem Desktop. Klar, wenn du meinst. Haben die Lichter was damit zu tun? Die sind immer hier aus, ne? Das sind die gleichen Sachen da, glaube ich. Die hat immer noch grüne Augen. Der hat seinen Koffer und ist auf der 4. Trägt, glaube ich, die gleichen Sachen. Es geht nach Tokio. Okay, ist hier auf der Seite vielleicht irgendwo noch was, was vorher nicht da war. Scheint nicht so. Ich weiß nicht, ob die Stimme was zu sagen hat. Ob die irgendwas mitzählt oder so. Ich würde gern verstehen, was die sagt, aber schwierig. Okay, wir sagen ja mal, es ist nichts passiert. Okay. Die bewegt sich, aber sehr langsam. Ist das richtig so?
Diesmal noch auf dem Desktop. Desktop war in Ordnung. Sehr dunkel. Die hat grüne Augen. Du hast die gleichen Sachen da drin, glaube ich. Okay, bis jetzt waren die Veränderungen ja alle sehr offensichtlich. Oh, shit, hat er... Nee, er greift doch nach oben. Ich würde sagen, seine Hand wirkt weiter unten als sonst. Hat er den Arm, dass er drüber gehabt? Ich glaube schon. Okay, okay, ja, die Lichter hier in dem Abschnitt sind immer noch aus, auf jeden Fall. Sechzehn ist richtig. Die ist auf der 12, ja. Ich meine, es hat sich nichts verändert. Okay, was sagt das Ding hier? Tokio. Ist lustigerweise, ich meine, die beiden sind dafür bekannt, dass sie Models und Charaktere entwickeln, die immer sehr steif wirken und sehr unmenschlich. Aber das ist mal ein Spiel, wo das denen zum Vorteil kommt. Wo deren seltsame Charaktere, die so unfassbar unwirklich wirken und halt in irgendwelchen komischen Animationen festhängen, tatsächlich mal Sinn ergeben. Ich finde es bis jetzt aber jetzt auch nicht super stark oder so. Ich finde es bis jetzt einfach halt just another one von dem Genre. Die Idee mit dem Zug ergibt wahrscheinlich im Kontext der Story, wahrscheinlich sind wir tot oder sowas und das ist unsere Reise in das Jenseits oder irgendwas in der Richtung. Es kontextualisiert zumindest halt die Idee mit dem Loop ganz gut, dass man halt vielleicht irgendwie weiter muss oder so. Das funktioniert in der Hinsicht gar nicht mal so schlecht. Aber wir gucken mal. Kann ich eigentlich wieder anrufen oder so? 23. Okay, coole Idee. Manchmal ist es das wert in der Art von Spiel, super offensichtliche Anomalien reinzubauen, die aber einfach visuell dann interessant aussehen. Ich finde es nicht schlecht. Warte mal, sind... Nee, doch nicht. Ich glaube keine Anomalie. Aber vielleicht spielt es einfach nur damit, dass man was super Offensichtliches sieht und dann man vielleicht reflexartig direkt zurückläuft und man denkt, ha, hier ist was passiert. Aber dadurch ist auch eine bessere Idee, dass man halt bei einer Anomalie der Anomalie entgegenlaufen soll und halt einfach durchlaufen muss, anstatt direkt umzudrehen, ist eigentlich designtechnisch auch smarter als andersrum, weil so wird man halt gezwungen, sich der vielleicht gruseligen Sache zu stellen. Also wenn man in anderen Spielen hat irgendwann im Hintergrund eine Kleinigkeit gesehen, dann dreht man sich einfach sofort oben, dann war es das. Nee, bei Project 13 musste man zumindest auch einfach bis zum Ende durchlaufen und da was melden. Okay, entweder der Boden oder das Licht. Irgendwas ist... Scheiße, irgendwas stimmt nicht. Okay, du stimmst nicht. Der Boden ist in Ordnung. Alles klar. Na gut, der Boden war in Ordnung. Mich hätte jetzt fast der Boden rausgeworfen. Wenn die mich nicht angestarrt hätte, hätte ich wahrscheinlich gesagt, okay, mit dem Boden ist irgendwas sehr schräg. Jetzt sind wir auf dem gleichen Desktop. Tokio ist richtig. Du hebst immer. Hatte wahrscheinlich immer schon eine Glatze, oder? Das habe ich mir jetzt echt nicht gemerkt. Ist das? Nee, das ist alles richtig. Okay, wir schauen nochmal alles hier ein bisschen detaillierter an. Ich glaube, hier ist nicht groß was anders. Nicht groß was anders, sondern schöne Beschreibung. Nicht so viel anders. Das meiste ist ähnlich. Oh. Okay. Okay. Good one. Sieht man nur beim Zurücklaufen. Bis jetzt aber wirklich sehr offensichtliche Sachen. Es wirkt, als ob das Spiel mehr sich auf den Walking Sim Aspekt der Idee fokussiert, als auf den Puzzle Aspekt. Okay. Das ist jetzt kein Grafikbug, oder? Weil, ihr seht schon, ne?
Oh, okay. Never mind. Das ist wahrscheinlich kein Grafikbug. Vor allem bewegt die sich nicht mehr. What the fuck? Also entweder ist das Spiel gerade zerbrochen. Ist ja lustig. Okay, alles gut. Gut, letzte Runde. Immer noch auf dem Desktop am Chillen. Jumpscare die uns jetzt? Nee. Oh Gott, jetzt wird es natürlich richtig scheiße, ne? Und alles wirkt richtig. Ich habe bei so Spielen echt immer Angst vor dem guten Alten, die Wände haben eine andere Farbe, irgendwas an irgendwelche Farben sich verändern, weil das ist nicht meine Stärke. Das ist nie eine Sache, die ich wirklich mitbekomme, muss ich sagen. Tokio? Ja, okay, fuck. Okay, ich würde sagen, wir gehen zurück. Ich soll auf meinen Instinkt hören, weil bis jetzt waren alle Veränderungen so gravierend und offensichtlich, bis auf die Hand da vielleicht, aber ich gucke nochmal auf den Weg zurück, haben sich die Sitze geändert. Bist du am gleichen Platz überhaupt? Ja, na 4. Das ist die 4, du bist an der 12. Ja. Du bist an der 16. Ja. Die Frage ist halt, werde ich zu irgendeinem besseren Entschluss kommen, wenn ich hier länger warte? Ich habe das Gefühl, hier waren vorher auch die komischen Sticks, aber es kann sein, dass ich nur dachte, weil ich von der Seite so geguckt habe. Ich höre auf meinen Instinkt und sage, hat sich nichts verändert. Okay, never mind. What the fuck? Ich kann nicht zurück. Na gut. Dann schätze ich, hat sich hier was verändert? Oder müssen wir einfach raus? Ach, das war's? Na gut. Da war kein Puzzle. Es war einfach nur, geh durch. Okay. Wo ist der Junge? Erschreckt er mich jetzt? Bah! Das ist ein Art Ding. Der springt jetzt irgendwo raus und erschreckt mich. Und dann lacht er. Habe ich dich erschrocken, Mister? In 3, 2, 1. Schade. Kann ich. Was ist denn drauf? Die Frage ist, wofür überhaupt? Für aus Tomate use only. Was? Okay. Warte, loopt das jetzt? Es loopt, ne? Kann ich einfach rauslaufen? Soll ich aussteigen? Was denn? Ist der, muss ich den Jungen finden? Okay, warte mal, ich laufe mal kurz weiter. Vielleicht muss ich einfach schon in die andere Richtung laufen. Es geht hier nicht. I'm confused. Sollte ich gar nicht zurücklaufen so weit? Ich habe es falsch gemacht. Ich kann nicht. Okay, never mind. Ich soll doch. Gehen wir halt auf den Marathon. Und laufen lange in die Richtung. Verändert sich die Zahl? Ja, tut so. Was meint er denn? Meint er nicht, er trifft uns vorne? Wenn wir es geschafft haben? Das wirkt nicht richtig. Ich meine, ich scheine ja wirklich jetzt die Abteile zurückzulaufen. Aber das ist ein bisschen zu lang. Was war das für ein Geräusch? War ich das? Es wirkt tatsächlich fast eher, als ob gerade irgendwas in der Engine so nicht richtig funktioniert und es loopt uns einfach durch die Räume hintereinander. Oder verändert sich was? Ich höre einen Klack immer.
Ach, das bin ich hier. Wenn ich da drüber renne, oder? Nee. Ich werde paranoid. Wo ist einfach ein sehr langer Aufbau für einen Scare? Ein sehr langer Aufbau. Aha. Naruhodo. Okay. Also hat der Zug gar nicht angehalten und hat sich einfach nur wiederholt, also war in einem Kreislauf gefangen. Und du hast es geschafft, auf die Bremsen zu treten, alles zu stoppen? Das ist alles sehr schwer zu glauben. Aber ich schätze, ich habe keine Wahl, als dir zu glauben. Doch, du hast die Wahl, mir nicht zu glauben. Das ist die andere Wahl. Aber irgendwas stimmt hier nicht. Ich kann mich nicht daran erinnern, hier überhaupt eingestiegen zu sein. Sind wir alle tot? Okay, ja, der hat keinen Bruder, deswegen müssen wir gar nicht fragen. Da war ein Junge in einem schwarzen Hoodie. Ein Junge in einem schwarzen Hoodie hat neben mir gesessen? Oh, Naoki. Okay, ich lag falsch, ich entschuldige mich. Ich habe mit meinem Bruder gechillt, bevor ich mein Gedächtnis verloren habe. Hat er irgendwas gesagt, warum wir hier sind? Du kannst ihn doch selber fragen. Er ist doch auch im Zug, oder? Hast du ihn gesehen? Also nicht jetzt. Okay. Nicht seitdem ich den Zug gestoppt habe. Du bist von vorne vom grünen Abteil gekommen. Also muss er auf der anderen Seite sein. Na gut. Komm, wir finden ihn und verschwinden. Aber jetzt, wo ich drüber nachdenke, was ist mit den Leuten, die vielleicht in der Zukunft hier landen könnten? Sollten wir uns nicht einen Weg suchen, wie wir diesen Albtraum für alle Mal beenden können? Ein Ort, der sich immer wiederholt. Das habe ich schon mal in einem Anime oder so gesehen. Oh, ich erinnere mich. In der Show. Okay, da haben sie den Loop gebrochen, indem so zwei Leute hatten, die in entgegengesetzte Richtung gerannt sind. Komischerweise wird das im Kontext der Story sogar relativ Sinn ergeben, weil du halt dann wahrscheinlich die. Wie auch immer man halt so einen Scheiß erklären würde, aber wahrscheinlich würdest du dann die Dimension in beide Richtungen gleichzeitig irgendwie erweitern und damit könntest du vielleicht irgendwie nicht klarkommen. Die Frage ist halt auch, ich glaube, es würde niemals klarkommen, mehrere Personen auf einmal in so einem Loop zu haben. Okay, warte. Aber der Zug scheint sich ja gar nicht mehr zu wiederholen. Ja, stimmt, der Zug. Kannst du. Warum? Das ist ein Problem, was ich allgemein irgendwie mit. Ich meine, es gibt natürlich ein paar fantastische Beispiele, die. Ich finde, japanisches Storytelling in Medien ist entweder Weltklasse Silent Hill 2 und Souls Lore oder super, super low tier. Alles wird 50 Mal erklärt und jeder Dialog muss 5-mal wiederholt werden, damit sie alle Leute, wirklich alle Leute an Bord haben und jeder die Story rafft. Das ist mein. Jetzt kommt hier ein Rant. Das ist mein. Ich spiele ja eigentlich privat quasi jedes Genre an Spiel. Ich will einfach in möglichst vielen Genres irgendwie Erfahrung sammeln und ich habe in fast jedem Genre auch irgendwann Spaß. Aber eine Sache, mit der ich fast nie warm geworden bin, sind JRPGs. Weil das Writing halt echt immer so eine Grütze ist. Und die Charaktere meistens so zum Kotzen sind und dich halt wirklich wie Kinder behandeln, die einfach keinen Storyteil verstehen können und meistens auch sehr klischeehaft geschrieben sind und so. Aber. Ich verstehe nicht, warum das immer gemacht wird. Ich habe ein paar Mal versucht herauszufinden, warum das Writing oft so schräg ist. Ich meine, klar, auf der einen Seite ist es oft halt Übersetzung, die dann einfach nicht so gut rüberkommt und im Originalton wirkt es nicht so. Ja, so. Wie soll man es. So patronizing erklären, so, hey, hier, falls du es nicht verstanden hast, ich wiederhole es nochmal. Eine andere Argumentation, die ich mal gehört habe, ist, dass die japanische Sprache an sich eher solche Redewendungen anbietet, die dort einfach nicht so, also nicht nur die Übersetzung an sich, sondern es einfach die Sprache an sich eher so, ich hab's verstanden und wiederhole nochmal für mich selber, wie das vielleicht gedacht ist,
den Kontext der Sache, die ich halt verstanden habe, und das dann nicht ganz so komisch rüberkommt. Ich glaube, nochmal habe ich irgendwo gelesen, dass angeblich das viel davon aus Manga kommt, weil da halt einfach jeder Charakter natürlich das, was er denkt, geschrieben haben muss. Und viele Leute, die Story schreiben, sich vielleicht davon haben inspirieren lassen und denken, dass es halt dadurch dann cooler wirkt oder weil sie einfach dann das so gelernt haben oder so. Ich weiß auch nicht. Aber vielleicht hat ja irgendjemand von euch eine finale, gute Erklärung, warum japanisches Writing so oft dieses Problem hat mit dem du hast den Feuerball auf mich geworfen, um mein Netz zu verbrennen und mich davon abzuhalten, dich zu töten. Warum tust du das? Ja, ich sehe es doch. Okay, Entschuldigung. Wir machen weiter. Ich meine, wir haben halt jetzt schon 5-mal drüber geredet. Ja, der Loop hat aufgehört. Okay, was, wenn wir den Zug gleichzeitig starten? Auf beiden Seiten. Was hast du vor? Warum implizieren wir jetzt überhaupt, dass der Loop überhaupt noch aktiv ist? Und warum glaubt ihr das? Ihr habt einfach nur geschlafen. Stell dir vor, du bist in einem Zug, du wachst von einem Nap auf, dann ist dein Bruder verschwunden, da kommt ein komischer Typ an und sagt dir, hey, ich habe den Loop in diesem Zug gestoppt und zufälligerweise ist dein Bruder weg. Dann wird man sich vielleicht denken, wo ist mein scheiß Bruder, du Psycho? Und nicht, lass uns an verschiedene Enden des Zugs gehen und versuchen, diesen Loop zu beenden, von dem ich keinen Beweis gesehen habe. Okay. Ich habe extra was Positives gesagt, dass deren komische Charaktere hier sehr gut ins Spiel passen, weil die halt nicht menschlich wirken sollen. Und dann haben wir wieder einen Dialog mit einem Charakter, der wieder... Naja, okay, wir können auf die grüne Seite gehen. Ich gehe auf die normale Seite. Nee, ich gehe auf die normale Seite. Ja. Bist du sicher? Aber mein Bruder ist da. Kann ich einfach meinem Bruder vertrauen? Absolut nicht. Aber ja, du hast es ja geschafft, den Zug zu stoppen. Will die keine Receipts oder so? Will die keine Beweise? Na gut. Ich vertraue dir, Mister. Natürlich. Die untergeordnete japanische Frau, die sofort den Wünschen des Protagonisten gehorchen muss. Okay, wie wär's mit... Nee, fick dich, ich suche nach meinem Bruder, ich kenne dich nicht. Whatever. Okay, wer weiß schon, wann der Zug wieder startet? Ja, keine Ahnung. Was ist denn überhaupt die normale Seite? Da? Soll ich da lang? Komm, wir stoppen diesen Fluch oder was auch immer es ist. Sag mir, was ich tun soll. Okay, das ist die normale Seite, schätze ich. Wir müssen den Bruder finden. Machen wir das mal. Na gut. Ich bin gespannt, was jetzt noch kommt. Weil das ist ja so mehr oder weniger die Story-Belohnung für das Schaffen der Challenge. Wir müssen jetzt nicht aber wieder 7 Wagen nach hinten durchrennen, oder? Kommt diesmal der Scare? Ich hab's ja gecallt mit dem Bruder, der uns jumpscared und dann einen Witz draus macht. Wahrscheinlich jetzt, oder? Oh. Hat jemand Tinte auslaufen lassen? Scheiße. Okay. Ich dreh mich nicht um. Na gut. Oh, fuck. Ich will zumindest sehen, was da ist. Oh, Geist. Okay. Werden die enger? Ich glaube ja. Oh, ui. Ich frage mich, wer es auf beiden Seiten passiert. Okay. Ah, ich kann nicht rennen. Okay, das Segment war nicht schlecht. Das muss ich ehrlich sagen, das war nicht schlecht gemacht. Das war sehr stressig, die Musik war gut.
Das war vom Zeitdruck her gut gemacht. Nicht schlecht, okay. Okay, hat die Art von Baum bildsprachtechnisch in Japan was zu bedeuten? In der Mythologie und in der spirituellen Bedeutung? Ich weiß, dass weiße Pflanzen sowas eine große Bedeutung haben mit Tod und allen möglichen. Es gibt ganz viele verschiedene Bäume und Pflanzenarten, die irgendwas bedeuten. Ist das hier vielleicht irgendwie, keine Ahnung, der Übergang in die nächste Phase oder sowas? Es gibt bestimmt irgendjemand unter euch, der sich, okay, sehr auskennt mit japanischer Bildsprachen-Stories und so. Aber wir kommen an. Wir kommen einfach an und holen uns einen Snack. Schöne Sache. Machen wir. Ich bin gespannt. Oh. Da ist er. Deine Schwester sucht dich. Ja, was hat denn so lange gedauert? Schwester. Du bist aufgewacht. Du bist abgehauen. Du bist in Ordnung. Alles in Ordnung, Mister. Willst du mit uns kommen? Was? Nein, noch nicht. Du hast recht. Es ist noch nicht deine Zeit. Ah, okay, die sind tot. Aber wir noch nicht. Ich glaube, ich weiß, was mit uns passiert ist. Lass es bitte hier zu Ende sein und komm jetzt nicht an mit ich bin vor 3 Jahren blablabla und erklärt sie uns genau, dass sie gestorben ist. Okay, danke schön. Ist okay, Mister. Es wird schon in Ordnung sein. Aber noch wichtiger ist, du musst nach Hause. Danke, Mister. Und goodbye. Okay, immerhin hat sie nicht erklärt, dass sie gestorben ist. Für den letzten Tippen. Aber die Frage ist, warum können wir den gleichen Zug nehmen, den Geister nehmen, um ins Afterlife überzutreten? Shit, I took the wrong train. Ja, okay, gut. Okay, also vielleicht Leute, die innerhalb von einem Zug sterben oder im Sterben liegen, dann sind sie dann quasi vom Tod weggerannt. Okay. Aber zum Glück war ein Doktor. Ja, das sind auch die Leute, die wir gesehen haben vorher. Na gut. Karui, 静脈血栓塞栓症でした. Deep Vein Thrombose, okay. Natürlich. Economy Class Syndrome. Okay. Ist ja immer eine sehr coole Idee, dass die Sachen, die wir im Loop sehen, wahrscheinlich die letzten Sachen sind, die wir gesehen haben, bevor wir halt in Ohnmacht gefallen sind und dann halt den Tod bekämpft haben. Dann halt, ja, da drin halt als Seele dafür sorgen mussten, dass er wieder rauskommt. Funktioniert. Es funktioniert, finde ich. Okay, der Zug ist. Der Zug hing fest. Also ist auf der Strecke stehen geblieben, während wir ohnmächtig waren. Also wir hätten keine andere Hilfe bekommen können, außer dem Doktor. Okay, was soll denn damit implizieren? Der Zug ist stehen geblieben, weil es vor einigen Minuten irgendeinen Unfall gab. Sind das die beiden, die gestorben sind? Wahrscheinlich. Haben wir verstanden. Okay, die junge Frau und die Junge hatten einen Unfall. Das sind die beiden, die wir halt als Seelen getroffen haben. Aber die mussten halt weiter und wir haben es gerade nochmal so geschafft. Okay, also sind wahrscheinlich alle, die im Kontext mit dem Zug draufgehen, als Seele nochmal im Zug. Was vielleicht impliziert, dass in der Welt halt Leute einfach da, wo sie sterben, die Weiterfahrt antreten. Stell dir vor, ihr sterbt auf dem Fahrrad oder so. Dann fahrt ihr mit dem Fahrrad in die Geisterwelt. Na gut. My ass dying auf dem Schaukelstuhl. Und ich Schaukelstuhl. In the Afterlife. Okay, Ending 2. Ich schätze mal, es gibt ein gutes und ein schlechtes Ende. Das schlechte Ende wird sein, wir werden erwischt.
Na gut, ja, ich mag halt, wie gesagt, dass sie die Story damit eingebaut haben. Haben sie, das war sehr gut gemacht. Das war eine gute Zusammenführung von so einer typischen Geisterstory im Kontext von so einem Observation Game. Das Observation Game an sich war jetzt halt einfach schon eher eins der schwächeren des Genres, aber prinzipiell war das jetzt voll in Ordnung. Das war jetzt nicht großer Mist, das war jetzt auch nicht so nicht gut, es war einfach in Ordnung. Wie viel kostet das denn eigentlich? Ich glaube, es war gar nicht so günstig. Shoutout hier an Dushu, der mir, ich glaube, seit einem Jahr jedes Chiller's Art Game immer direkt am Tag des Releases auf Steam schenkt und meint, I can't wait, please play it. Das ist super. Aber wo kann ich denn... Ich sag's oft. Ich mag einfach das neue Layout von Steam nicht. Ne? Ich struggle jedes Mal. Warum gibt's hier unten nicht einen verkackten Button mit Shop-Seite? Ich versteh's nicht. Hier gibt's alles. Achievements, Notes, bla bla bla. Und ich muss halt immer dann auf keine Diskussion und dann von da auf Storepage gehen. Ich meine, ist auch nicht schlimm, aber... 7 Euro ist im Leben. Ich meine, ich bewerte den Preis nicht mit, aber das ist ein bisschen viel, ne? Ja. Chiller's Art Complete Pack. Wir haben alles außer ein Game. Schöne Sache. Von wann ist denn das? 2020? Ja, was fehlen für Achievements? Sehe ich die hier? Ja. Und es fehlt Get Off the Train. Ach, hätte ich einfach gehen können? Wann denn? Keine Ahnung. Na gut. Find all anomalies in green car. Das ist schwer, weil man muss dafür echt mehrmals spielen, weil prinzipiell weil es. Kann ich hier irgendwo eine bestimmte Stelle starten? Nein, glaube ich nicht. Ne? Ich muss wirklich dann von Anfang an spielen und mich wahrscheinlich mehrmals killen lassen, bis ich alle von denen gefunden habe. Ja, das war in Ordnung. Das war jetzt wirklich, wie gesagt. Chiller's Art hat schon wesentlich schlechtere Games gemacht. Die haben jetzt hier auf jeden Fall ein bisschen. Man kann ihnen in dem Fall jetzt nicht mehr wirklich vorwerfen, dass sie den Trend jetzt einfach mal ein bisschen genutzt haben, weil sie haben zumindest daraus was Eigenes gemacht. Und das ist respektabel. Die haben ja zumindest ihre eigene, mehr oder weniger Standard-Geister-Story, die sie immer wieder machen. Oder nicht immer wieder machen, aber die machen ja sonst eher so Stalking-Stories oder sowas. Aber die Art von Story, die sie erzählen, von den Dialogen, von den Charakteren, die halt viel reden und sowas, in dem Fall hier einfach mehr oder weniger einfach drüber gestülpt über halt eine Sache, die aktuell recht gut läuft. Aber sie haben zumindest was Eigenes draus gemacht, ist nicht schlecht. Ich würde dem Ding, glaube ich, insgesamt so eine 6 geben oder so. Wir haben jetzt schon wesentlich größere Patzer gehabt. Sie hatten aber auch wesentlich bessere Spiele. Ich finde es trotzdem ein bisschen schade, dass natürlich das jetzt vielleicht irgendwie den Platz eingenommen hat von möglicherweise wieder einem Game, wie es das letzte gewesen ist. Wie hieß das nochmal? Yisatsu, glaube ich. Ich glaube Yisatsu oder so. Oder Yitatsu. Das fand ich nämlich sehr stark. Aber wenn meine Theorie stimmt, dass sich die beiden Brüder immer abwechseln, heißt das, dass vielleicht der, der Stalking-Guy vielleicht das Game hier gemacht hat, während der andere Typ, der Yisatsu gemacht hat, währenddessen an einem anderen Spiel arbeitet, was vielleicht als nächstes kommen wird. Was bedeuten könnte, dass das nächste Spiel vielleicht wieder ein Banger wird. Merkt euch meine Worte. Ich sag, das nächste Chiller's Art Game wird wieder gut. Ich meine, das hier war auch okay, aber ich meine, das nächste wird wieder gut, sage ich. Weil ich glaube, das ist der andere Dude, der da dran steckt. Weil ich glaube nicht, dass der das hier gemacht hat, direkt jetzt in 4 Wochen das nächste Stalking-Game raushaut. Na gut, ja, wie gesagt, fairerweise, das war in Ordnung. Der Observation-Part wahrscheinlich der schwächste, den wir jemals in so einem Spiel gespielt haben, aber als Gesamtpaket war es in Ordnung. Der Chase-Part am Ende war ziemlich nett. Na gut. Vielen Dank, Leute. Schreibt in die Kommentare, was ihr davon gehalten habt und dann sehen wir uns auch beim nächsten Mal. Bye, bye.